Im bisherigen Video haben wir gesprochen, wie man mit Vorschleifen durch Strings laufen kann. Und jetzt sprechen wir über das Thema, wo wir Vergleichszeichen größer als, kleiner als und Gleichheitszeichen brauchen. Es geht um die Vergleichung von Strings. Hier haben wir zwei Strings. Boden, Sack. Der Variable x wird den String Boden zugewiesen und der Variable y wird den String Sack zugewiesen. Wie kann man diese zwei Strings vergleichen? Die erste Idee, die ich habe, ist, wir können die Länge von jedem String messen mit der Funktion len und dann vergleichen wir, welcher String kürzer oder länger ist. Pausieren Sie bitte das Video und schreiben Sie ein Programm, wo Sie Länge von Strings messen mit der Funktion len und vergleichen Sie Strings. Dafür brauche ich if-Anweisungen. If len von x größer als len von y, print Boden gewann. Da können wir sagen, Boden hat gewonnen, aber Boden gewann, Boden siegte. Ist egal, Boden gewann. Wir müssen alle Möglichkeiten schauen, alle Möglichkeiten bedecken hier. Zweite Möglichkeit ist ein Gegensatz. If len von x kleiner als len von y, print. Wer Sack gewann. Und die dritte Möglichkeit müssen wir auch zeigen, wenn len, die Längen sind gleich. If len von x ist gleich wie len von y, print Remis. Laufen wir den Code und das läuft nicht. Das Programm funktioniert nicht. Warum? Wo habe ich einen Fehler gemacht? Natürlich müssen wir hier zwei Gleichheitszeichen schreiben. Das ist Python, keine Mathematik. Und jetzt der Code läuft und unsere Ausgabe ist natürlich Boden gewann. Das sieht man sogar ohne die Funktion len. Der String Boden enthält fünf Zeichen, fünf Buchstaben und der String Sack enthält nur vier Buchstaben. Aber dieser Code sieht ziemlich komisch aus. Das ist gut, wenn Code wie ein Text aussieht. Alle Abschnitte sollen verbunden werden. Abhängig voneinander sein. Und hier haben wir drei unabhängige Abschnitte oder drei unabhängige if-Blöcke. Und das ist nicht ganz gut. Es wäre besser, wenn alle diese Abschnitte verbunden werden. Was können wir in diesem Fall tun? Wir können diesen Code ändern. Wir können if-Zeilen, zweite if-Zeile und dritte if-Zeile ändern. Wie? Was denken Sie davon? Wir können unsere Schlüsselwörter if durch andere Schlüsselworte ersetzen. Statt if können wir zum Beispiel elif oder else verwenden. Pausieren Sie bitte das Video und denken und versuchen Sie diesen Code umzuschreiben, so wie dass alle Abschnitte verbunden sind.
Nicht unabhängig, nicht drei unabhängige Abschnitte, aber miteinander verbunden. Zuerst will ich zweite If-Anweisung ändern. Statt Elif schreibe ich, statt If schreibe ich Elif. Und die Bedingung bleibt unveränderlich. Warum ist das sinnvoll? Mit Elif zeigen wir den Gegensatz, den Widerspruch, dass zweiter Abschnitt ein Gegensatz zum ersten Abschnitt ist. Mit Elif zeigen wir, wenn nicht, was ist erst, wenn nicht. So, wenn etwas passiert, dann print das. Und wenn nicht, und dann werden zweiter und erster Abschnitt verbunden. Zweiter Abschnitt ist ein Gegensatz. Mit Elif wir zeigen das zum ersten Abschnitt. Und dritter Abschnitt, wie können wir das verbessern? Statt if und Bedingung schreiben wir einfach else und Doppelpunkt. Dann zeigen wir, in diesem Fall zeigen wir, das dritte Abschnitt oder der dritte Block ist ein Gegensatz zum zweiten und zum ersten Abschnitt. Und in diesem Fall werden alle drei Abschnitte verbunden. Das wäre wie eine logische Erzählung mit diesen drei verbundenen Abschnitten. Okay, aber wie kann man diese zwei Strings ohne die Funktion len vergleichen? Versuchen wir das. Wir können diesen Code nochmals schreiben, umschreiben ohne die Funktion len. If x größer als y, print was Boden gewann. Elif, ja, wir schreiben jetzt den verbesserten Code. Elif, nee, not else, nicht else. Elif, x kleiner als y ist, print, sag gewann. Und else, print Remi. Remi, so. Und unsere Ausgabe ist Sack gewann. Warum? Wieso? Um die Antwort zu geben, brauchen wir diese Tabelle. Das heißt auf Englisch ASCII Conversion Table, ASCII Umwandlungstable, Tabelle, Umwandlungstabelle auf Deutsch. Und was sagt diese Tabelle? Jedem Zeichen in Python, jedem Zeichen wird eine Nummer oder einen ASCII-Code, einen Code zugewiesen. Oder einfach gesagt, anders gesagt, jedes Zeichen hat seinen eigenen ASCII-Code. Zum Beispiel, das Ausrufzeichen hat den Code 33. Hier, das ist Character geschrieben, aber das ist auf Englisch Zeichen. Und Dezimal, das ist im Dezimalsystem gezeigt. Es gibt verschiedene Systeme. Sie können natürlich im Internet schauen. Die Tabelle, die Originaltabelle ist viel größer. Ich zeige nur die wichtigsten, einige Zeichen, nicht alle natürlich. Dann schauen wir. Ausrufzeichen, das Ausrufzeichen 33 ASCII-Code. Dann ein Bund von Zeichen, der Schrägstrich hat den Code 47. Dann sehen wir die Zahlen von 0 bis 9. Und jede Zahl hat seinen eigenen ASCII-Code von 48 bis 57. Hier sehen wir Doppelpunkt hat 58, dann ein Bund von Zeichen. Add hat 64 ASCII-Code und hier sehen wir Buchstaben von englischen Alphabet. Und da sind alle Großbuchstaben von A bis Z und ASCII-Code von 65 bis 90.
Die eckige Klammer, die linke eckige Klammer hat 91, den ASCII-Code hat 91, dann ein Bund von Zeichen. Der Gravis hat 96 und, das ist wichtig, von A bis Z sehen wir nochmals das englische Alphabet. Und wir sehen, dass diese Buchstaben sind alle Kleinbuchstaben und die ASCII-Codes sind von 97 bis 122. Und wofür brauchen wir das? In diesem Fall, Python, in diesem Code, Python vergleicht String Zeichen für Zeichen. Zuerst vergleicht der erste Zeichen von jedem String B und S. Zwei Buchstaben vergleicht er. B hat ASCII-Code 89. Entschuldigung, 98, ja, 98 und S. Es ist etwa in der Mitte hier zwischen B und Y und sicher ASCII-Code ist größer als 99 und kleiner als 121. Und dann natürlich S größer als B ist. Python vergleicht das und stopp. Er bewegt sich nicht zum zweiten Buchstabe von jedem String. Nein, er sieht, dass S größer als B ist und schreibt uns sofort die Ausgabe. Sack gewann. SG. Deshalb sehen wir andere Ausgabe wie im ersten Fall. Der Verlauf ist total anders. An ist verschiedene, zwei verschiedene Sachen. Das ist Lernfunktion, das ist die Länge von String und hier vergleicht Python Zeichen für Zeichen. Okay, haben wir noch ein Beispiel. Boden und Decke. Wenn wir diese zwei Strings mit der Funktion len vergleichen, mit len, dann sind beide Strings gleich und haben wir die Ausgabe Remi. Okay, es gibt fünf Buchstaben in jedem String. Aber wenn wir ohne len vergleichen, was haben wir? If m größer als n, print Boden gewann. Elif. M kleiner als n. Print. Decke gewann. Und else. Schreiben wir den gleichen Code. Print. Remi. Und hier, das ist nicht so schwierig. Python vergleicht B und D. B hat den Code 98 und D, das ist nicht schwierig zu zählen, 100. C ist 99 und D ist 100. 100 ist größer als 98 und natürlich Decke hat gewandt oder Decke gewann. Aber wenn wir eine Variable ein bisschen ändern, Boden bleibt gleich, Boden. M, ja, die Variable, Entschuldigung, heißt ein. Und n, ändern wir die Variable n. Decke schreiben wir mit dem Großbuchstaben D, Decke. Dann schreiben wir den gleichen Code. Der Code hier ist gleich und unsere Ausgabe ist BG. Und warum BG, warum Boden gewandt hat? Das ist nicht so schwierig zu verstehen. B hat ASCII-Code 98 und D ist in diesem Raum, in diesem Bereich. D hat, können wir zählen, B ist 66, C ist 67 und D ist 68. 68 ist kleiner als 69 und natürlich Boden gewonnen hat.
Boden hat gewandt. Das ist klar. Wir sehen, dass Großbuchstaben haben kleineren ASCII-Codes als Kleinbuchstaben in Python. Noch ein Beispiel. N ist Decke und Z ist, okay, das nicht ist, der Variable N wird den String Decke mit dem kleinen E zugewiesen, mit Kleinbuchstabe E und Z. Hier haben wir Großbuchstabe E. Schreiben wir nochmals unser Code. If N größer als Z, print, so schreiben wir Decke, Gewand, Deck. Elif, N kleiner als Z ist, print, Decke mit Großbuchstabe E gewandt hat. Okay, gewandt. Und else, natürlich hier das kein else, aber print, keine Remis hier. Print Remis, aber wir müssen alle Möglichkeiten zeigen, bedecken. Okay? Und was passiert in diesem Fall? Wer siegt? Wer gewinnt? Natürlich haben wir die Ausgabe Deck mit Kleinbuchstaben, mit dem Kleinbuchstaben E. Python vergleicht Sachen für Sachen. Zuerst zwei kleine D. Beide sind gleich. Und dann zweite Buchstaben vergleicht Python. Kleinbuchstabe E hat ASCII-Code in diesem Raum zwischen, ist sicher größer als 100. Und Großbuchstaben E, der ASCII-Code von Großbuchstaben E ist kleiner als 90. Und natürlich Decke mit Kleinbuchstaben E gewandt hat gewandt in diesem Fall. Und das letzte Beispiel. Vergleichen wir kleine Sätze. Wir haben nur Wörter verglichen. Vergleichen wir Sätze. Begrüßung 1. Hallo, Freund. Und auch sogar mit dem Ausrufzeichen. Und Begrüßung 2. Hallo, Freund mit dem Großbuchstabe F. Freund. Ui, ich habe U vergessen. Ja, wir können U. Freund. Das ist auch Freund. Okay, schreibe ich besser. Entschuldigung, Freund. Muss ich ein bisschen langsamer machen. Dann schreiben wir Code. If B1 größer als B2, print, was print? Freund gewann. Freund mit dem Kleinbuchstaben F. Elif B1 kleiner als B2 ist, print, Freund gewann mit dem Großbuchstaben F. Und else, print Remi. Und was haben wir? Welche Ausgabe haben wir hier in diesem Fall? Python vergleicht Zeichen für Zeichen. H und H. A, A, L, L, O, O. Natürlich, sogar Leerzeichen haben seinen eigenen ASCII-Code. Leerzeichen sind gleich. Und dann vergleicht Python Kleinbuchstaben F und Großbuchstaben F. Und wir wissen jetzt schon, Großbuchstaben F sind kleiner, haben kleineren ASCII-Codes als Kleinbuchstaben F. Und unsere Ausgabe ist, Freund gewann mit dem Kleinbuchstaben F. Und jetzt bitte machen Sie die entsprechenden Übungen und Sie finden diese Übungen in der Videobeschreibung unten.